wünsche Ihnen als frischgebackene Ärztinnen und Ärztinnen von Herzen alles Gute. 1, 2, 3. Der Tag heute bedeutet mir sehr viel. Wir haben da 6 Jahre drauf hingearbeitet. Wir hatten, glaube ich, eine super gute Zeit an der MHB. Aber irgendwann ist man natürlich auch froh, wenn es dann geschafft ist. Und wir sind natürlich wahnsinnig stolz. Ich glaube, so richtig angekommen ist noch nicht, dass es jetzt wirklich geschafft ist. Aber ich freue mich jetzt auf das neue Abenteuer. Ich fange an den Ruppiner Kliniken an im September und bleibe quasi dem Land Brandenburg erhalten. Hallo, ich bin Nele und ich bin Ärztin. Also wenn man jetzt überlegt, dass 6 Jahre Studium vorbei ist und am Anfang dachte, das ist noch so lange hin und jetzt ist der Tag gekommen, wo alles vorbei sein soll, das ist ja, komisches Gefühl auf jeden Fall. Es ist quasi ein tägliches, man wundert sich so ein bisschen über die Urkunde, die auf einmal da hängt, über die Approbationsurkunde und ja, es gibt ja auch viele neue Verpflichtungen, man muss jetzt Mitglied der Kammer sein, in Brandenburg der Landesärztekammer und all sowas, aber so wird es Tag für Tag ein bisschen realer. Ich bin sehr froh, dass das Studium jetzt geschafft ist und dass es endlich losgeht. Das, worauf wir die letzten Jahre hingearbeitet haben, Arzt oder Ärztin zu sein, jetzt auch in der Praxis erleben dürfen. Für mich als Lehrender ist natürlich das auch ein besonderer Tag, so eine Abschiedsfeier, weil es ja Studierende sind, die man über 6 Jahre tatsächlich von Anfang an begleitet hat. Und es ist ein sehr schönes Gefühl zu sehen, dass die eben ihren Abschluss geschafft haben und sich darüber freuen und dass man das gemeinsam feiert. Ich wünsche es gern, dass wir uns immer wieder bewusst machen, was wir erreicht haben. Ich glaube, es war in der Notfallwoche. Da hat Cindy gesagt, dass sie sehr Lust darauf hätte, die Abschlussrede zu halten. Und dann haben wir irgendwie angefangen, darüber zu quatschen und zu reden. Und dann haben wir uns irgendwie spontan darauf geeinigt, das zusammen zu machen. Und haben das aber so ein bisschen wieder aus den Augen verloren. Aber ja, dann uns wiedergefunden und gesagt, ja, dann machen wir das jetzt auch, was wir vor 2 Jahren gesagt haben. Und jeder hat so seinen Teil geschrieben. Wir haben gesagt, wer macht welches Jahr, welchen Rückblick. Und ja, dann hat sich das so ein bisschen, ging relativ schnell tatsächlich. Es war verwickelt. Über Neurokliniken gibt eine graue Suppe. In der Klinik wirkten total gespenstisch. Und dann wurde man noch in die Kellerbibliothek des B-Hauses geführt. Und ich hatte die ganze Zeit nur einen einzigen Gedanken: Was zur Hölle mache ich hier? Ich glaube, das Gefühl, dass man es wirklich geschafft hat und jetzt wirklich irgendwie als Ärztin oder Arzt in den Alltag startet, das braucht noch ein bisschen oder geht vielleicht auch erst dann richtig los, wenn man dann arbeitet, glaube ich. Also dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis das wirklich gesagt ist und realisiert ist, dass das jetzt wirklich so sein soll. So, es wird wahrscheinlich die innere Medizin mit dann Allgemeinmedizin werden, aber wo genau ich starte, das ist noch ein bisschen ungewiss, genau. Für mich war eins der schönsten Erlebnisse, als wir wieder in die Präsenzlehre zurückgekehrt sind und wieder klinisch-praktische Fertigkeiten aneinander üben konnten und nicht mehr nur mit Videos arbeiten mussten, dass, wie sich das wieder auf dem Campus, das Campusgefühl entwickelt hat, die ganzen Menschen wieder auf den Fluren, das war so in all der Zeit für mich mit eins der bewegendsten Momente. Das schönste Erlebnis so auf einen Punkt zusammenzufassen, fällt mir ein bisschen schwer, aber ich glaube, was wir auch eben in der Rede ja so schon noch gesagt haben, ist einfach, dass man die Freundschaften gefunden hat, mit denen man jetzt wirklich 6 Jahre durch dick und dünn gegangen ist. Der zweite Engagementpreis geht an Cindy Stern. Der Sonderpreis kam ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Also ich wusste, dass es sowas gibt. Ich wusste aber immer nicht, wofür genau der verliehen wird, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich natürlich mega stolz. Also ich glaube, das muss auch noch sacken. Das, glaube ich, realisiere ich dann zu Hause, dass man irgendwie nochmal extra ausgezeichnet wurde. Das ist schon was sehr Besonderes. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Ich durfte ja die letzten Jahre in verschiedenen Gremien und Ausschüssen sehr viel mitgestalten, unsere Hochschule, den Studiengang weiterentwickeln. Und ich freue mich umso mehr, dass es für mich auch noch weitergeht. Ich bleibe ja der MHB erhalten. Ich werde dann als ärztlicher Mitarbeiter neben meiner Tätigkeit in der Anästhesie in Neuruppin weiterhin im Skills Lab arbeiten und so an der Aus- und Weiterbildung von klinisch-praktischen Fertigkeiten für unsere Medizinstudierenden mitwirken. Und da freue ich mich sehr drauf. Was ist aus meinem Traumberuf Ärztin geworden? Also es ist nach wie vor mein Traumberuf, kann man vielleicht sagen. Ich glaube, ich habe eine sehr realistische Erwartungshaltung in den 6 Jahren entwickeln können, was wirklich auf mich zukommt, was es tatsächlich bedeutet, als Ärztin dann auch zu arbeiten, wie viel Verantwortung das am Ende auch bedeutet.
Ja, und ich bin motivierter denn je, als Ärztin jetzt auch durchzustarten. Im Namen der ganzen Studierendenschaft an der MHB möchten wir euch natürlich noch mal ganz herzlich zur Approbation gratulieren und wir hoffen, dass unser AbsolventInnen-Geschenk bei euch ganz gut ankommt und ihr dann immer auch ein bisschen an die MHB denken werdet. Herzlichen Glückwunsch an den Jahrgang von 2024.